Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt einen LKW holen und dann entsprechend Wasser fahren. Daher wir mit einem großen Fahrzeug mehr mitkriegen. Dann fahren wir rückwärts ran und dann ist es ganz schnell voll. Dazu holen wir unseren Milchanhänger, wenn auch noch Wasser eingeht. Ich habe hier dunkel. Ich möchte aber nicht vorspulen, weil die Tiere einfach, naja, 6000 Liter. Ja, das war die Möbel. Eigentlich geht der Anhänger für Milch auf Wasser. Normalerweise. Ja, Wasser geht. Also, wir mal ganz kurz gucken und die Geschwindigkeit etwas erhöhen, um da ein bisschen zu sehen, was los passiert. Beziehungsweise mal kurz rausgehen. Ob der Zustand der Kühe sich verbessert oder verschlechtert. 0%, das wäre ein bisschen komisch. Müsste eigentlich 100 sein, normalerweise. Aber das ist, was ich sehe, wenn die Kühe wieder kriegt, krank. Ich weiß es nicht. Da ist jetzt guter Rat teuer. Futter haben sie, Wasser haben sie, gut Stroh, ist nicht so wichtig. So, Helle haben wir erstmal, ne? Wasser haben wir auch, reichlich. Fahren wir vorwärts rauf. Rein. Machen wir leer. Können wir wieder auf normale Gegengeschwindigkeit? 5. Kühe geht's nicht besser. So. Können wir irgendwas installieren? Schalt. Weil auch alle Kühe im Prinzip mehr oder weniger krank werden, kann man sagen. Weil kein Gülle, kein Mist, keine Milch oder ähnlich, aber ja, guter Rat teuer.
Gut, dann fahren wir mit dem Wasser rein. Mehr können wir eh nicht tun. Tja, da weiß ich auch nicht. Dann haben wir drei Ställe. Bei allen drei funktioniert das nicht. Schlecht. Ich habe einen Überblick wegen der Felder, was da aussieht. Wachstum. Bodenschaffung 1 muss gedüngt werden noch. 13 auch teilweise. Die 21 auch. Also im Grunde alle Grasfelder müssen gedüngt werden. Ehemaligen Grasfeldern. Pflegebereifung. Düngerstreuer, der dann nehmen an. Normalerweise hätte ich irgendwie ein System. Aber in dem Fall, wenn wir die Kühe machen, den Grund herausfinden. Nee. Zu viele Fahrzeuge. Düngersteuer, also gut. Fahren wir gleich vorne an. Der ersten Wiese. Schon ein bisschen komisch, ne? Das, also aktuell weiß ich kein Rad. Noch nichts gewachsen. Sollte schnell gehen eigentlich. Also mal gucken. Tja, sind drei vorgezogene Folgen, die ich fertig mache. Muss ich mir merken. Vielleicht wisst ihr einen Ratschlag oder eine Lösung dafür. Bitte reinschreiben in die Kommentare. Also ich weiß aktuell keinen Rat. Gut, von da kommen wir auch ran. Ja. Das müsste ja zumindest kein Mist, kein Gülle, keine Milch. Gut, keine Milch kann ich verstehen, aber kein.
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist kein Zusammenhang. Die müssten zumindest Gülle produzieren, weil Strom ist nicht da. Transportiert. Tiere brauchen immer Wasser, haben sie. Auch Futterstoff einfach Stroh. Und einfach Stroh. Hört sich ein. Tja, immer noch kein Rad, ich weiß auch nicht. Tierarzt rufen? Was ich machen könnte, ist einen anderen Spielstand testen. Letzten Meter schief. I drücken. Aber trotzdem ist das ein bisschen. Normalerweise ist er bald tot. Weil mir wundert, die Sauberkeit ist nicht da. Null. Wasser ist gut. Wasser reicht. Oma Stroh. Na, das ist Kalk. Oma Stroh. Ein Versuch haben wir noch. Mal gucken, wie ein Gras. Wegen Reifegrad. Es wird dunkel. Also im zweiten Tag. Am zweiten Tag wird das dunkel. Aha. Aber wiederum, ich wollte auch abernten. Das wollte ich auch. Also Gras wird trotzdem Stuhl weiter reif. Am dritten Tag wird es Gras reif. Also richtig reif. Stufe 3. Also, wenn wir jetzt im Herbst, könnte das so funktionieren. Könnte. Dass wir dann im Jahr 2023
zweimal oder dreimal ernten können. Zumindest ein Gras. Ja, wollte ich stoppen, aber nicht geklappt. Mal sehen, wo das Stroh abkippen. Hier vorne ist Milch. Logischerweise. Stroh. Ja, kommt Stroh im Stall zu sehen. Ja, okay. Rengi. Ach, Mu. Sauberkeit, das weiß ich nicht. Kein Mist, kein Gülle. Bin ein bisschen sprachlos, gebe ich alle zu. Das scheint nichts zu bringen. Nö. Wird was wachsen müssen, ne? Dann lassen wir wachsen. Können wir nebenbei die Kühe sehen, was passiert. Ob da überhaupt was passiert. Futter und Wasser haben sie jetzt ja. Ein paar Sekunden können wir noch laufen lassen. Passiert nichts. Den geht's immer schlechter. Ich weiß nicht warum. Sauberkeit ist null.
Müsst ihr an den Wachstum einsetzen. Ja, oder weiß ich auch nicht. Nochmal Stall kaufen ist ein Blödsinn. Bringt ja nichts, ne? Will auch nicht wachsen. So, liebe Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Dann mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.